Ja. Pünktlich startet die letzte Folge der Woche. Auch in dieser Aufnahmesession die letzte Folge. Ja. Was werden wir heute machen? Ich habe mir heute vorgenommen, diesen Raum heute fertig zu kriegen. Und zwar mit Priorität 6. Das Problem da dran, das heißt Problem nicht, aber ich werde definitiv eine Toilette noch mit reinsetzen. Werde keine industrielle Maschinerie und ein Tisch. Was meinen die mit Tisch? Meinen die so ein Messtable? Glaube ich nicht. Oder? Doch. Dann muss ich ja noch so ein Messtable herstellen oder was? Ach du Scheiße. Okay, auf alle Fälle werden wir diesen Raum in einen medizinischen Raum verwandeln. Medical Bed haben wir da, zwei sogar. Wir werden Cancel Power Wires. Cancel Buildings. 1, 2, 3. Nochmal kurz Power Wires. Da. Ein Massagetable auf alle Fälle. Was brauchen wir? Eine Toilette. Requires no pumping. Die braucht nur drei Höhe. Aber die braucht vier genau. Deswegen habe ich das gemacht, weil die vier braucht. Okay, pass auf. Dann kommt die dahin. Dann will ich mal gucken. Okay, vielleicht kriegen wir doch nochmal den Messtable dahin. Da jetzt. Ah, hier. Nein, Donald Massage. Wenn wir zwei medizinische Betten drin haben, dann bitte auch zwei und dann kriegen wir hier noch zwei hin. Aber nur eine Toilette. Ja. Und das bitte priorisieren wir jetzt mal auf die 6. Tut mir leid, aber das müssen wir heute mal so machen. Leider. Und das Sweepen priorisieren wir auch mal auf 6 vorerst. Okay. Da werden alles vorbereitet für alles halt eben. Finde ich gut. Das wird jetzt hier vorbereitet, dass wir diesen Raum weitestgehend fertig kriegen. Und soweit ich weiß, braucht das keinen Strom, sondern nur Wasser. Aber das wird mit dem Wasserkreislauf, den machen wir dann später. Den machen wir jetzt noch nicht. Research complete. Ach doch, so schnell.
So, pass auf, was haben wir gesagt? Verdammt. Ach ja. Den Messtable. Und zwar wäre das hier. Da können wir nämlich den Electric Grill machen und Farm Tiles, also so einen Boden, wo wir dann auch was drin pflanzen können. Den würde ich dann zum Beispiel hier unten oder hier halt mit hinsetzen. Schauen wir mal. So, wir haben 216 verbraucht, weil 238 haben wir produziert. Aber wir sind mit dem Essen gar nicht mal so schlecht dran. Wir haben knapp 16. Okay. Knapp 60.000. Dementsprechend, ja. Ja. Kann man die Meldung irgendwie ab? Nein, kann ich nicht. Also ich kann sie weder mit rechts noch mit links klicken. Abwählen. Und wir haben einen neuen. Wir haben einen neuen. Medizin, Tinkering. Flatulenzen, ja Mann. Entschuldige bitte. An denjenigen, denen das jetzt trifft. Falls ich den wählen sollte. Okay, wir haben hier noch plus 2 Cooking, plus 6 Tinkering. Tinkering haben wir jetzt plus alle. Der hat halt noch Medizin. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn er wirklich Medizin hat. Kreativität, ja, den denke ich, werden wir nicht nehmen. Der wird verbraucht 500 Kilokalorien mehr im einem Tonus. Ja, der geht halt, hat halt eine kleine Blase. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber ich nehme ihn hier. Es tut mir so nicht leid. Warte mal, Doppel-Z? Muss ich mal gucken. Ja, genau so. Genau so. Es tut mir leid. Nicht. Wir haben unseren ersten Flatulenzenmann. Was heißt das? Er furzt, wann es ihm passt. Ganz einfach. Und wir sind mittlerweile bei 7 Personen, die anwesend sind hier auf Planet Giant Roosters. Also langsam brauchen wir halt echt dann unsere Etage, unsere... Ja. Was brauchen wir für die Latrine? Toilette, Waschstation. Wir brauchen eine Toilette und eine Waschstation. Ich sag jetzt mal so viel dazu. Achso, ja. Wir werden, glaube ich, auch da drüber werden wir unsere Baracken hinsetzen. Ja, leider muss der Krimi wieder so ein bisschen isoliert schlafen. Das werden wir aber alles dann so in der nächsten Aufnahmesession angehen und werden dann hier unser Bad hinsetzen. Wollen wir es mal so formulieren. Was hat eigentlich nochmal Using a Toilet will relieve additional stress? Alles klar! Leute, wenn ihr dann zum Scheißen aufs Klo geht, ganz ehrlich, habt ihr weniger Stress? Läuft bei euch. Also mit dieser Raumaufteilung ist halt, stelle ich gerade so selber fest, ist das eigentlich eine super Sache. Weil dadurch braucht man nicht unbedingt hier die Massagetische. Nein. Das ist super. Das ist echt genial. Ich sag jetzt mal so viel dazu, schon mal voraus. Ich will hier ungefähr genauso aufgeteilt haben, also was heißt genauso aufgeteilt? Ich will halt hier genauso viel Platz haben und so wie hier.
Ich denke, wenn das Spiel wirklich so weitergehen sollte. Skill Increase, Rakes Car. Der hat seine athletischen Fähigkeiten auf Stufe 1 gebracht. So. Wir haben... Okay. Knapp 100 Kilogramm weniger verbraucht, als wir... knapp 100 Kilogramm mehr verbraucht, als wir produziert haben. Weniger... Ja, gut, okay. Weniger Energie verschwendet, gebraucht, als wir produziert haben. Haben mehr... Oh. Mehr Kalorien. Verbraucht, als wir haben. Haben insgesamt weniger Stress, mehr Stress. Oh, cool. New Friend. Blast hat minus 19%. Der neue Freund hat, oder durch den neuen Freund haben alles minus 52%. Das ist zum Beispiel richtig genial. Okay. Blast hat sogar richtig gut, wenn ihr seht, ganz unten, diese narkoleptische Powernap hat einfach mal minus 0,6% Stress eingemacht. Passt, läuft bei ihm. Aber so im Gesamten. Leute. Herrlich. Einfach nur herrlich. Das mache ich noch nicht. Erst wenn hier alles fertig gebaut ist. Okay. Jetzt haben sie alle fertig gebaut und jetzt. Ganz ehrlich, ich mag dieses Sweepen auf Level 6. Weil, ich hasse es, wenn irgendwas umgeht. Sorry. Ich weiß, das erhöht den Stress und ich weiß. Und so langsam sollten wir halt wirklich mal unsere Sauerstoffproduktion auch mal ankurbeln. So, was haben wir hier? Eine Mechana ist eher locker. Das heißt, blockiert sowohl Flüssigkeiten als auch Gas zwischen den ganzen Arenen, sag ich jetzt mal. So. Okay, wir haben jetzt einen Deodorizer, das neutralisiert so ein bisschen das verseuchte, den verseuchten Sauerstoff. Das Interessante ist, wir haben hier Granit und wir haben Sandstein und jeder hat einen anderen Effekt. Zum Beispiel Dekor plus 20%, wogegen, also Granit hat halt plus 20% Dekorationswert. Und hat halt eine Überhitzungstemperatur von plus 15 Grad, während der Sandstein halt nur Dekor 20 hat. Und dementsprechend setzen wir den ein oder anderen doch mal ein. Okay. Utilities. Oh, Scrubber. Der entfernt was? Ich muss nochmal nachgucken, was das genau heißt. Germs. Ich guck gerade mal nach. In der Zeit werden die hier. Genau, entfernt die Keime. Also doch, so Bakterienkeime. Von dem Ohr. Nein! Ihr Vollidioten! Nein. Wer hat das da hingebaut jetzt gerade? Idiotas. Okay, passt auf. Die ist definitiv
Leute, jetzt habe ich hier weniger Wasser drin. Ich meine, das, ja, wollte ich zwar haben, aber nicht so. So, dafür dürfte ich jetzt hier. Ihr seht gerade selber, das wird dann, wenn das. Warte. Nein, das entblockt nicht. Scheiße. Verdammt, nein. Meine Güte. Nein! Ach nein! Das wollte ich nicht. Nein! Ich habe das Vieh getötet. Alter, was ist das denn für eine scheiß letzte Aufnahmefolge? Mann! Nein, Mob ist das. Made MS. Na klasse. La Lune! Also was ist das denn bitte für eine verfickte letzte Aufnahme? Folge. Okay. Dafür. Nein, warte. Cancel das. So. Naja. Also wenn es das ist, dann bin ich echt zufrieden. Ach, guck mal, hier benutzen sie es. Konstruieren wir das hier mal. Green Reaper Tinkering Level 2, also der Umgang mit den Geräten ist hervorragend. Dankeschön. So, jetzt holen wir hier auf alle Fälle. Filtration oder Air System? Wir gehen mal hier drauf. Weil dadurch, dass wir jetzt hier extrem viel Polluted Water haben, ja, können wir den Kreislauf dann doch etwas besser angucken oder schneller angucken, als ich eigentlich gedacht hatte. So. Genau, jetzt haben wir hier Medbay. Sehr schön. Wir haben unsere Medizinstation hier drauf. Alter. Kloppo. Leute, ernsthaft.
Was ist gerade schiefgelaufen? Okay, also ich weiß auf alle Fälle, wo ich in der nächsten Aufnahmefolge oder in der nächsten Aufnahmesession anfangen soll. Oder wer machen muss, weitermachen muss. Das ist nämlich an dem Gerät hier und an der ganzen Versorgung für mit Wasser, damit wir demnächst bald, damit wir einfach, wie soll ich sagen, damit wir reinlicher werden, um es mal lieb zu formulieren, nein, damit wir einfach einen gewissen Wasserkreislauf haben und unsere Toiletten und unsere Duschen etc. pp. Nutzen können. Ich bedanke mich für das Zuschauen, ich wünsche euch viel Spaß bei den anderen Projekten und vielleicht sehen wir uns morgen wieder, ansonsten leider erst nächste Woche Montag, je nachdem wie ich zum Aufnehmen komme. Ich wünsche euch viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, bye bye!